meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen, mittlerweile zur neunten Ausgabe des Gipfeltreffens. Und man hat uns mit Fragen überschüttet. Und bevor wir vielleicht zu den Fragen der Zuschauer kommen, möchte ich eine Frage euch jetzt aus aktuellem Anlass aus dem Internet stellen. Man möchte von uns wissen, hat gefragt, 30 Jahre deutsche Einheit wurde gerade medial gefeiert. Haltet ihr diese Aufmerksamkeit überhaupt noch für angemessen für dieses Event? 30 Jahre deutsche Einheit. Tangiert es euch emotional? Ja, mich tangiert das schon. Ich finde das schon ganz schön. Ich weiß nicht, wie Leute im Osten das finden, aber ich finde es ganz geil. Was habt ihr gemacht? Wisst ihr noch an dem Tag, als das war? Ich meine, das hat mit dem Thema nichts zu tun, aber was ihr an dem Tag gemacht habt, wisst ihr es noch? Ja, ich saß zu Hause, mein Vater saß am Schreibtisch und ich habe alles in den Computer geschrieben, was passiert ist. Was? Wie meinst du das jetzt? Ich habe die Abläufe, ich habe da reingeschrieben, Kohl wird ausgepfiffen zum Beispiel. Mit Uhrzeit und wo und wann. Ich weiß nicht warum, aber ich habe Protokoll geführt in diesen Tagen. Das kann nicht sein. Kohl war ja damals noch gar nicht Kanzler. Ja? Nein? Nein. Doch, er war doch, der Kanzler Kohl war der Einheit? Kanzler meines Wissens. Das könnte. Na, wenn also, die Einheit vor 30 Jahren war, ja, hatte. Also, er wurde da irgendwann ausgeführt. Ich weiß noch, dass ich mir das alles notiert habe und irgendwann wusste ich aber nicht mehr, wie die Datei heißt. Also, ich finde diese Feierlichkeiten, ich habe es gar nicht so mitgekriegt. Ich finde, ich weiß nicht, das ist so wie der Hochzeitstag. Also man wird immer wieder daran erinnert, dass man schon lange zusammen ist. Aber was bringt es? Also man erinnert sich dann an die schöne Zeit. Ich weiß, ich habe mit einem Taxifahrer aus Dresden gesprochen und der hat gesagt, warum gibt es nicht einen Deutschlandtag? Warum muss man immer wieder an die Einheit erinnert werden? Weil die Erinnerung an die Trennung auch die Trennung wieder manifestiert. Also warum macht man nicht einen Deutschlandtag? Wo man eben das gesamte Land feiert. Ich würde sogar vorschlagen, zwei Deutschlandtage, einen für Ost, einen für West, genau. Zeitversetzt. Das wäre vielleicht günstiger. Das wäre konsequent. Naja, wenn ihr euch daran erinnern könnt, was ihr an dem Tag gemacht habt, kann so unwichtig die Einheit ja auch gar nicht sein. Aber weißt du noch, was du tatest? Tischtennis gespielt, habe ich seitdem nicht mehr gemacht. Mit einem Freund Tischtennis gespielt und war nicht so gut. Ich glaube, stand 15-2. Und dann hieß es, die Mauer ist weg. Und dann habe ich sofort gegoogelt, China, was ist da los? Und dann... Ach so, das ist ja aber nicht mehr der Tag der deutschen Einheit. Der Mauerfall war ja am 9. Mauerfall, November. Okay, der Mauerfall war am 9. November, aber Tag der deutschen... Ja, 30... Was feiern wir denn jetzt? 30 Jahre Mauerfall? 30 Jahre Einheit. Einheit. Ach, Einheit. Einheitsfeier. Ja, das finde ich schön. Ja, stimmt, Entschuldigung. Jetzt stehe ich wieder als blödes Arschloch da. Ja, zu Recht. Nee, am Tag des Mauerfalls, da kann ich mich dran erinnern. Tag der Einheit weiß ich nicht mehr. Ja. Keine Ahnung. Ich kann mir nicht alles merken. Ich glaube, aber gut. Vielleicht hast du Tennis gespielt. Ich habe noch nie Tennis gespielt. Ey, noch nie. Spielt ihr Tennis? Wir mussten ja Tennis spielen im Osten. Wir hatten ja keine Tische. Gut, gar nicht mal so. Also der Taxifahrer, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, das, was er am allermeisten vermisst von damals, das ist der Geruch aus dem Intershop. Und wo ich mich frage, warum haben sie den nicht konserviert und können den jetzt verkaufen? Hat er beschrieben, wie der Geruch ist? Ja, es gab da alles, sagte er, Parfum, Schokolade und das war dann so eine Mischung. Ja. Gummi, Kaffee, doch. Wichtig, eine Mischung aus Kaffee, Zigaretten und Süßigkeiten und so. Ja, dieser Duft war wirklich sehr markant. Müssen wir mal in Karstadt anzünden, gucken, ob wir das damit hinkriegen. Ich weiß es auch nicht. Das ist eine interessante Idee. Machen aber wohl schon andere. Schade, nicht zuerst drauf gekommen. Ich weiß gar nicht, wie man Gerüche konserviert. Ich glaube, man muss ja da eine Moulage abbilden. Und das ist sehr schwer. Du kannst den Intershop, du musst den dann ausgipsen von innen und dann von innen das Äußere abklopfen und das konservieren. Das ist mit schwer. Einem offenen Wegglas in den Intershop und dann zumachen. Geht auch. Habt ihr früher auch gedacht, ein Wegglas? Als Kind, als ich es immer gehört habe, ich gedacht, dass man sich in ein Bett stellt und um 8 Uhr so und dann steht man auf. Also wirklich jetzt, genau wie ich hätte gerne 9 wecken. Wer will mich hier um 9 wecken? Das ist, diese Brötchen, frag nicht, das sind beschissene Wortspiele. Ist schon gut. Ja, aber da muss ich sagen, sowas gab es eben im Osten nicht. Wecken oder solchen Unfug. Wir haben einfach durchgeschlafen, weißt du? Ne, habt ihr nicht. Seid schon ein ausgeschlafenes Völkchen. Was heißt Völkchen? Wir sind ja eine Einheit auf Papier. Also wir sind uns einig, ich glaube, der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit ist nicht so wichtig, den sollte man nicht nochmal feiern. Mhm. Was? Doch? Doch. Ja.
Den 30. nochmal oder ein anderes Jubiläum? Was? Ob man den 30. Jahrestag nochmal feiern sollte in 10 Jahren oder dann vielleicht ein neues Jubiläum? Ich würde dann den 40. machen. Den 40. Ziemlich genau in 10 Jahren, sonst wirkt das mathematisch auch unausgegoren. Okay. Ja. Also dann würde ich wohl sagen, der 30. Jahrestag ist jetzt vorbei und wir feiern beim nächsten Mal einen anderen, den 40. Jahrestag. So, was will man denn sonst noch von uns wissen? Der russische Präsident Putin bemerkte im Gespräch mit dem französischen Kollegen, dass der Regimekritiker Nawalny sich selbst mit dem Nervengift Novichok vergiftet hat, um nach Deutschland und in die Charité zu kommen. Der Ruf der deutschen Ärzte eilt ihnen voraus. Soll die deutsche Medizin nicht dringend schlechter werden, um weitere Vergiftungsfälle zu vermeiden? Ja, da haben wir ja die Homöopathie für, also, also echt. Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, glaubt ihr, dass er sich Nawalny sich selbst vergiftet hat, damit er in Deutschland in die Klinik kann? Das ist ja ein kleines also bisschen so, als würde man sagen, ich laufe mit dem Gesicht in die Kreissäge, weil der Hubschrauber kommt am Phantasialand vorbei. Das ist ja völliger Schwachsinn. Also, wenn ich mir vorstelle, ich bin Oppositionsführer in Russland und das ist mir aber alles gar nicht so wichtig. Mein größter Traum ist, in die Charité zu kommen. Und dann überlege ich, wie mache ich das? Und dann denke ich, ich vergifte mich bei einem Inlandsflug. Und dann liege ich irgendwann im Koma und wach wieder auf und denke, ja, genau das wollte ich. Ja. Ich denke nicht, dass er jetzt bloß in die Charité wollte. Ich denke, er wollte vielleicht auch noch mal auf den Fernsehturm und ins Märkische Museum oder so. Das kann er jetzt machen. Ja. Aber das ist natürlich eine Theorie, dass er sich selbst vergiftet hat. So wie ja zum Beispiel, ich kenne das von früher, dass sich manche angenommen das Bein gebrochen haben, damit sie nicht zur Armee einberufen wurden. Oder damit Hast du das gemacht? Nein, aber ich kenne wirklich Freunde. Oder ich kenne auch jemanden, der hat sich sterilisieren lassen, nur damit seine Frau ihn wegen seiner Unfruchtbarkeit verlässt. Mhm. Okay. Ernsthaft? Hat sie es gemacht dann? Oder sie wollte eh keine Kinder? Sie wollte, hat sich dann rausgestellt, sie wollte keine Kinder und ist bei ihm geblieben. Okay. Also das war ein Schnitt ins Nichts. Kennt ihr das, wenn Themen auch mal gepflegt in so ein Nichts reinführen? Das machen wir doch gerade. Also ihr beide. Ja, also, korrekt erkannt. Ich habe ja mal geträumt, dass ich auf dem Dach der Charité stehe und den Akzent über dem E abschraube. Die Charité, wer kennt sie nicht? War genauso groß wie ich. Schön, naja, schön. Beschissene Idee. Das ist wirklich so ein Teil. Also, schön. Ja. Und dann habe ich ihn andersrum wieder hingehängt. Ne? Und habe dann irgendwann gesagt, ich möchte gern in die Charité. Wegen sowas sind früher Weltkriege entstanden. Mhm. Ja? Weil sich dann natürlich die französische Bevölkerung gedemütigt, verunglimpft und diskriminiert fühlt. Mhm. Was mir aber an diesem Vorgang, wenn er denn wahr ist, also wenn sich Nawalny tatsächlich selber verletzt und vergiftet hat mit diesem Giftstoff, was mich mit großer Sorge erfüllt, ist, dass der Giftstoff ja nicht mal richtig funktioniert. Also mich freut es für ihn, dass er lebt, aber wenn die extra ein Gift herstellen und dann vergiften die einen und der überlebt, dann frage ich mich, was soll mit dem Impfstoff werden? Ja, ist richtig. Ja. Also die Russen sind, was das angeht, scheinbar jetzt nicht die hellsten Köpfe. Noch eine Frage vielleicht? Vielleicht gibt es noch eine Frage. Beim letzten Mal war die Performance der Experten ja nicht ganz optimal, deshalb hier eine neue Chance. Justitia wird traditionell dargestellt mit einem Schwert, mit einer Waage. Und nein, sie trägt den Mundschutz nicht an der falschen Stelle. Es ist eine Augenbinde. Warum wird Justitia blind dargestellt und nicht zum Beispiel taub oder stumm? Was hat er? Er war nicht zufrieden beim letzten Mal? Was soll das? Wer war das? Also. Wer? Jetzt bitte, bitte, lass das bitte. Wenn das rausgeschnitten wird, mache ich nicht mehr mit. Doch, mache ich. Aber wer war das jetzt kurz? Ich komme auf den Namen nicht. Ich komme jetzt. Bosbach. Ja, der Herr Bosbach. Richtig, genau, Herr Bosbach. Natürlich, Entschuldigung. Aber ich finde, wir haben schon viele Fragen, die er uns gestellt hat, sehr profund beantwortet. In der Tat. Also, ich verstehe nicht, warum er uns jetzt hier ans Bein uriniert. Ja, Justitia,
Sternzeichen Waage hat ein Schwert dabei und hat die Augen verbunden, weil ja theoretisch vorm Gesetz alle gleich sein sollen, was ja Quatsch ist. Ja, sie soll nicht nach dem Aussehen beurteilen. Sie soll nicht sagen, ach guck mal, der sieht ja gut aus. Zwei Tage für den Doppelmord reicht. Hm. Und danach hole ich mir den und nudel ihn durch. Zwei Tage für den Doppelmord reicht. 48 Stunden Haft auf Bewährung. Oder dass schwere, das nicht nochmal vorkommt. Schwere Sozialarbeit. Damit das nicht schwere merkt. Sozialarbeit, ganz richtig. Ja, und wenn sie stumm wäre, würde sie, was sollte, kann sie ja, dann würde sie mit Handzeichen vielleicht arbeiten, dass sie sagt. Mhm. Aber wie sollte man sie stumm darstellen? Mit dem Knebel? Hm. Ja, vielleicht mit so einem ganz großen, na. Ja. Also es heißt ja immer, warum weiß er es das heißt nicht? Ja oft, die Justiz wäre auf dem rechten Auge blind und andere wieder behaupten, sie wäre auf dem linken Auge blind. Und ich glaube, damit man dort Gerechtigkeit schafft, hat man gesagt, sie ist auf beiden Augen blind. Mhm. Also auf dem linken, so ihr, ja? Aber warum jetzt bloß die Augen? Warum man jetzt nicht andere Sinnesorgane beschränkt? Das verstehe ich auch nicht. So zum Beispiel, man könnte ihr auch die Nase zuhalten. Ne? Es gibt ja auch Ungerechtigkeit, die zum Himmel stinkt. Da könnte man ja auch noch eine Klammer reinmachen, Ohrenstöpsel, Handschuhe, damit sie nicht fühlen kann und den Geschmackssinn abtöten mit ganz viel Branntweinessig. Ja, dann kann man theoretisch aber auch eine Parkuhr nehmen, da muss es nicht Justitia sein, da ist ja gar nichts mehr über. Da hast du nur die Achselhüllen, da kannst du nichts drauf bauen. Mhm. Als Beispiel jetzt. Ja, ja. Ich habe die Befürchtung, dass ihm unsere Performance wieder nicht ausreicht. Ja, die Sommer, die werden immer tropischer. Oh, ist ja heiß. Also das Gute am Sommer ist ja, da kann man so ein Hängerchen tragen, nicht? Und dann kann man vielleicht den BH zur Seite legen. Oh, und der Herbst ist ja schon, ja, da ist es auch noch warm. Und wenn der Winter kommt, ja, es ist ja wie aufblühender Frühling. Jetzt frage ich Sie, was wäre, wenn wir niemals Winter hätten? Oh, Frau Marjan. Wer bitte? Marie-Louise Marian war das. Ah. Unsere, die Mutter der Nation. Mutter Beimer für immer, für mich. Das war Mutter Beimer? Ja. Sie war mal Mutter Beimer, ist jetzt wieder Marie-Louise Marian. Du kriegst die alte Haut ja dann wieder. Und das war, glaube ich, das Game of Thrones war ein Scheißdreck gegen, oder? Die Lindenstraße, wie lang war das? 4000 Folgen. Oder so, oder 5000. Und sie war bei allen dabei. Doch, zurück zum Thema. Und sie hat ein Hängerchen, hat sie gesagt? Was heißt das? Du weißt genau, was das heißt, mein Freund. Ich habe mich nicht so getraut, ich habe mich nie getraut zu fragen, aber ich. Hast du an das gedacht, was ich gar nicht zu dachten mir zumuten wollte? Also, sie meint damit die offene, das Kleidungsstück, oder? Ja, das ist ein Hängeensemble. Hängeensemble. Nicht das, was da drunter weich fließendem Material, ja. Wie Viskose oder einem Polyester-Seidengemisch. Mhm. Und oder macht sie den reine BH Seide auf. Und das war jetzt ja sie legt den BH beiseite, das hat sich auch bei mir absolut durchgesetzt. Das machen heißt, das alle Mütter der Nation oder nur sie? Wenn wir Inge Meisel fragen wollen, brauchen wir einen Spaten. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hm. Keine Ahnung, also völlig weg vom Thema. Wir sind uns fast sicher, dass der Winter essentiell wichtig ist für das Gemüt des Deutschen. Ja. Hm. Was ist man geneigt, sonst noch in Erfahrung zu bringen? Hallo, ich bin Johannes. Ich fahre eigentlich rund um die Uhr, weil ich die Kohle brauche. Ich wohne quasi in meinem Taxi. Nun frage ich mich, wenn ich Corona hätte, könnte ich die Quarantäne dann in meinem Auto absitzen? Na klar. Ich habe das Gefühl, ihr macht das schon die ganze Zeit, ehrlich gesagt. Wenn er keine Kunden hat, kann er doch da sitzen bleiben. Natürlich. Kann halt nicht keinen reinnehmen. Das heißt, er steht 2 Stunden am Hauptbahnhof und stellt sich dann wieder hinten an. Er kann fahren, wohin er will. Darf nur keinen reinlassen. Ja. Ganz einfach. Er kann. Nee, ich glaube, Quarantäne ist laut Gesetzgeber, um den Spaß zu verderben, muss das in einem Wohnbereich oder in einem Krankenbereich stattfinden. Ich glaube, das Auto geht nicht als Quarantäne. Das steht ja eine Frage. Was ist für Obdachlose, wo sollen die ihre häusliche Quarantäne verbringen? Aber wenn er nach Hause muss zur Quarantäne, kann ja der Obdachlose in sein Taxi. Wenn beide betroffen sind. Ja, so viel zur Theorie. Mhm. Die Praxis. Nur, dass sie keine Obdachlosen mitnehmen im Taxi. Die nehmen dich nicht mal mit, wenn du nur so aussiehst, als würdest du kotzen. Du musst gar nicht kotzen, du musst nur so wirken, als wäre dir schlecht. Dann fährst du nicht mit.
Reierst du mal in so eine E-Klasse rein, ist hier Polen offen, echt komplett. Hast du das mal gemacht? Ja, klar. Ja? Ja, na klar. So völlig, ja, sicher. Das ja. Können Sie kurz, was, ja. Schlabunsen! Wie kriegst du das Fenster aufmachen? Wieder was? Fenster auf. Ich kotze aus dem Fenster raus. Naja, musst du ein bisschen, Fahrtwind ist auch nicht hilfreich, wenn du aus dem Fenster reißt. Ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass du versuchst, eine Zigarette aus dem Fenster zu schnippen? Ja, du musst in die richtige Richtung kotzen. Ja. Ja, aus dem Fenster raus war mir schon klar. Ich hatte jetzt weniger Angst, dass irgendwie während der Fahrt einer reinkotzt als durchs geöffnete Fenster. Aber trotzdem ist der Fahrtwind hilfreich, ist was anderes tatsächlich. Das bringt uns nur von der Frage ab. Die Frage ist albern. Wir gönnen keinem, dass er Corona kriegt. Und ich weiß, dass die Taxifahrer ganz besonders stark darunter leiden. Deswegen mein Aufruf, wenn Sie mit dem Taxi fahren, stecken Sie dem Mann ordentlich oder der Dame ordentlich Trinkgeld zu. Ich streite mich oft mit meiner Freundin Carola über die Höhe des zu entrichtenden Tributes. Inwiefern? Ja, sie sagt immer, ah, das ist zu viel, das ist zu viel. Ich sag zum Beispiel, wenn wir jetzt im Restaurant essen, da sagt man doch so, glaube ich, so 30-40% des Preises vom... Eigentlich nicht, aber... Weniger? Mehr? 10, sagt man. 10? Im Westen sagt man 10. Das wäre ja bloß ein Fünftel, also doch. Genau. Man sagt also, halt... Ist das auch, ist das wirklich im Osten weniger Trinkgeld als im Westen? Du wohnst hier, weiß ich nicht. Na, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ich weiß ja, nur, 10%. Bei uns sind es 40%. Ja, 40. Weil die Menschen hier, glaube ich, mehr gewohnt sind zu geben, freiwilliger und gar nicht so dieses meine, deine jetzt so verinnerlicht haben. 10% finde ich sehr wenig. Ja, ist auch. Ja, 40% ist fair. Dann kostet ein Cheeseburger 12 €, aber nein, ist nicht. Also wenn ich jetzt ein Auto kaufe, gebe ich jetzt keine 40% Trinkgeld. Das wäre dann zu viel. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel etwas kaufe für 1,60 €, dann wären 40% 40 Cent, dann wären es genau 2 €. Das ist super. Dann kriegst du auch nichts zurück, wenn du direkt 2 € gibst. Genau. Also 40% Euro Trinkgeld, 40% gebe ich natürlich nur, wenn es nicht so viel kostet. Also wenn es jetzt mehr als 5 € kostet, dann gebe ich dafür halt gar nichts. Mhm. Das ist gut. Das ist fair. Da gleicht sich's aus. Ja, genau. Dann bist du der, genau. Du bist der Gott im 1-Euro-Shop und alle anderen hassen dich. Das ist ein guter Plan. Seriös. So würde ich es auch machen. Die Frage hat mir beantwortet, also er darf die Quarantäne nicht im Taxi verbringen und wir wollen prinzipiell alle mehr Trinkgeld geben. Das bitten wir auch unsere Zuschauer. Einstimmig? Ja, bitte mehr Trinkgeld geben. Ja. Ich bin erstaunt über die Fähigkeiten des Maulwurfs. Er ist blind, er lebt im Dunkeln und weiß trotzdem, wo er graben muss. Woher? Oh Gott, woher? Warum guckt ehemals er so? Dieter Mohr, jetzt Max Mohr. Ja. Ein großer Journalist und Buchautor, der sich ins Brandenburgische, glaube ich, zurückgezogen hat auf einem Bauernhof. Mhm. Großer Mann. Ja, die Frage Dieter ist, woher Mohr, weiß der Maulwurf Dieter das? Ha? Woher weiß der Maulwurf das? Ja, von den Eltern wahrscheinlich. Die Eltern sagen ihm, hier geht's lang. Also wenn was ist, da sind viele Wurzeln, was weiß ich, da ist Wasser. Da ist ein Atommüllendlager. Frage vorneweg. Sind Maulwürfe im Prinzip behinderte Meerschweinchen? Oder kann man sagen, dass sie von Geburt an blind, taub und alles sind? Taub auch? Nee. Ich weiß nicht, ob die taub sind. Meerschweinchen sind taub. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hatte mal eins. Aber Maulwürfe blind? Sind gesund. Die sind jetzt nicht behindert. Also das ist schon, die wollen nicht sehen. Also von der Natur, von der Evolution her wollen sie nicht sehen. Deshalb hat das... Wenn Sie sehen könnten, würden Sie dann nach oben gehen oder würden Sie unten bleiben? Das ist die Frage. Ich denke, Sie wollen ja unter der Erde leben. Dann sollen Sie aufhören, diese bekackten Hügel in irgendeiner Leute Garten zu kloppen. Weil wenn die sehen würden, wie wütend ich bin, aber das können sie ja nicht, blind. Ja, eben. Aber wenn sie es sehen könnten, würden sie es nicht machen, weil ich so eine Krawatte habe, wenn ich das sehe. Was sind Maulwürfe, der Maulwurf an sich, wenn wir den mal zerlegen? Also jetzt... Mit der Sense. Ja, genau. Ein einschneidendes Erlebnis. Ein einschneidendes Erlebnis, in der Tat. Der Maulwurf, wie war die Frage? Woher weiß er das? Der Maulwurf ist blind. Woher weiß er, in welche Richtung er graben muss? Vielleicht weiß er ja gar nicht, er gräbt nur willkürlich. Das ist tatsächlich das. Vielleicht macht er das einfach instinktiv. Und zwischendurch fällt ihm, ähnlich wie uns jetzt hier, während dieser Nummer auf, dass es gar nicht mal so gut ist. Könnte er sein. Ich denke... Es gibt doch das Buch von diesem Sandhyperit Exeprü, der kleine Prinz. Ja. Und er hat ja gesagt, ich glaube, man gräbt nur mit dem Herzen gut. Ja. Und ich glaube, der Maulwurf gräbt aus vollem Herzen.
Er gräbt, wohin sein Herz ihn es gräbt. Ja. Das Wesentliche ist für die Schaufeln unsichtbar. Ja. In der Tat. Vielleicht. Schwachsinn. Das Sauer. Wie hieß der Mann? Sankt Perüte Hexe. Der ist mit dem Flugzeug abgestürzt. Ich weiß, der ist mit dem Flugzeug natürlich abgestürzt. Ein berühmter französischer Schriftsteller. Der hat nichts mehr gesehen. Ne? Ja. Man hat dann auch lange nichts mehr von ihm gehört. Ja. Nee, da warte ich noch auf den großen Twist, ganz ehrlich. Stimmt. Da ist irgendwas. Wie heißt der Maulwurf im Englischen? Ich weiß, was er auf Russisch heißt. Was denn? Storja Pstogine. Kein Scheiß? Ja. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Du hast das gerade ausgedacht. Nein, schau nach im tschechischen Wörterbuch. Es mag sein, dass der Maulwurf, der sich für uns blind durch den Schmutz wühlt, so ein Tier ist, das man nie zu Gesicht bekommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Maulwurf denkt, dass er das einzige Tier ist, das fliegt. Wenn wir alle nur dran glauben, dass wir recht haben, fliegen wir quasi auch. Ja, das ist das. Wir fliegen alle hier unten, Richie. Ja, hallo, ich bin der Paul und ich habe hier so einen Gefreiten in der Kompanie. Für den soll ich fragen, wie ist denn das eigentlich momentan so mit der Trinkgeldregelung bei den Nutten? Bin bei 40%. Trinkgeld? Mhm. Ja. Mhm. Also wenn es gut war. Du gibst. Ich denke aber auch, dass du da sehr häufig Preisnachlässe kriegst, oder? Weil die einfach sagen, okay, komm, es müssen beide was tun. Nein, der König, was war dies? Ich finde 40% für eine mietbasierte Beischlafassistentin auch wiederum einen adäquaten Bonus. Ja, das ist klar. Ich glaube auch, dass die Ablösesumme beim Leasing untenrum durchaus im 20%igen Bereich liegen sollte. Sich da nicht großzügig zu zeigen, zeugt von schlechtem Charakter. Ja. Davon abgesehen. Es kommt doch auch drauf an, wie der Service war. Also es ist doch wie beim Kellner. Wenn der aufmerksam ist, alles macht, was man will, kriegt er mehr. Großzügig soll der Mann sein, generell der Mensch schlechthin und respektabel. Und das bedeutet auch, dass man Menschen, die einem Broterwerb nachgehen, der nicht zwingend der ist, den man sich vielleicht in den Lebenslauf schreibt, dass man den trotzdem respektiert und diese Menschen auch entsprechend behandelt. So. Ja, das stimmt. Also ich bin ja sehr sportlich, habe heute schon mein tägliches Workout hinter mir. Fahrrad gefahren bin ich 3,5 Kilometer ungefähr. Es ist einfach wichtig, dass man sich ja durch den Sport fit hält. Und von euch möchte ich gerne wissen, wie geht ein Burpee oder Ganz einfach. Wie geht ein Burpee? Ein Burpee ist eine Hüpf-Liegestütz-Mischung. Ich kenne den Burpee nicht. Würdest du uns ganz kurz zeigen, was ein Burpee ist? Burpee, das ist. Ich habe ja Sport studiert. Das ist so ein 6. Man zählt bis 6. Wie geht das noch? Ja, bis 6 zählen ist ja nicht das Ding. 2, 3, 4. Und dann springt er. Okay. Ich wollte gerade sagen, du hast deine Niere verloren. Aber das ist ein Burpee. Ich überlege mal. 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 5. Also man zählt bis 6. Das waren einer bis jetzt. Es gibt einen 6er und einen 3er. Man kommt dabei doch überhaupt nicht vorwärts. Nee, das stimmt. Aber das kannst du. Ist das klassisch ein Burpee? Ja. Kannst du deinen Sakko hinten runterziehen, weil das aussieht, jetzt in einem Betonmischer geschlafen jetzt gerade, aber tatsächlich. Musst du mal überlegen. Erstaunt, ist es ein. Lass ihn, er konzentriert sich. Okay. Also. Nochmal. Und. 1, 2, 3, 5. So ungefähr. Das waren 7. Ja, aber das ist ein Burpee tatsächlich. Das habe ich im Sportstudium gelernt. Ich habe ja Sport studiert. Ja. Und das war der Sechser. Okay. Wenn du das in einem machst, ist es der Dreier. Okay.
Eindrücklicher kann man sich nicht demonstrieren. Mhm. Vielen Dank dafür. Respekt. Also da gibt's mal einen kleinen Applaus, finde ich. Toll. Das ist eine sehr aktuelle Frage. Wenn ein in Kreuzberg wohnender nach hoch in den Norden reisen möchte, muss er dort wiederum in Quarantäne. Was ist aber? Warum sagst du immer Quarantäne? Wie heißt das? Quarantäne. Wie heißt es? Quarantäne? Du sagst Quarantäne. Ich sage. Wie schreibst du es denn? Mit K und W. Mhm. Was soll der Neuköllner machen, der jetzt in Schleswig-Holstein, der dort seine Freundin hat, aber sie darf nicht hin, weil er darf nicht raus. Und er muss aber, weil er woanders arbeitet, jetzt weg. Die müssen sich in Schutzanzügen in Hannover treffen. Es gibt keine andere Lösung. Das ist ein Kompromiss. So nämlich. So, also ich habe keine Fragen mehr, die man mir jetzt hier aktuell gegeben hat. Ach doch, hier ist noch eine. Trump, der umstrittene amerikanische Präsident, war ja mit dem Coronavirus infiziert. Und jetzt fragt man, ist man eigentlich gesund, wenn man sich selbst aus der Poliklinik entlässt? Der Mann ist eine mentale Fallgrube, wo wir den Boden noch nicht erreicht haben. Das ist wirklich erstaunlich. Bei allem Ärger, sag ich mal, den man haben kann über diesen Präsidenten, finde ich es trotzdem unangebracht, nun Häme zu zeigen. Ja? Dass man sagt, das geschieht ihm recht. Ich weiß nicht, ein Mensch ist ja trotzdem ein Mensch, dem man eigentlich jetzt nicht das Übel an die Krawatte wünschen sollte. Ich finde, Häme war noch nie so angebracht wie in diesem Fall. Wirklich? Ich war noch nie in meinem Leben hämisch, aber in diesem, ganz kurz hatte ich den Moment. Wie fühlt sich das an? Gut, sehr gut. Aber ich habe es auch kaum gemerkt. Erst danach dachte ich, das war wahrscheinlich Häme. Beschreibe Häme. Häme. Wir sind die hämisch. Wir sind immer mit so einem Pferdewagen unterwegs. So stelle ich mir das vor. Vergiss es. Ist das, wo fühlt man die Häme? In welcher Region des Körpers? Es fließt so einen durch, einen durch. Okay. Ich habe gehört, wenn man angerempelt wird, Hämatome. Aha. So sieht's doch aus. Genau. Hämoglobin. Da kommt das her. Hämoglobin. Hm. Also es ist ein Gefühl so in der Rückenbeckenlage. Mhm. Hm. Mich enttäuscht das eher. Mich enttäuscht da die Menschheit. Also man merkt irgendwie, es ist wirklich niemand. Auch die vermeintlich Guten sind wirklich nicht nur gut. Wenn sie Häme empfinden, niemand ist. Es ist keiner wirklich nur gut. Das ist das Problem. Der Mensch muss weg, aber dann sitzt du da. Nur noch Varan und du kriegst den Personalausweis nicht verlängert. Man muss einfach gucken, dass das von den Guten mehr wird und von den Schlechten weniger. Also man überlässt es natürlich der Natur und gewissen aufklärerischen Mechanismen. Aber ich bin müde. Wird Trump gewählt? Also gewählt wird er wohl, aber wird Trump gewinnen? Who knows? Natürlich gewinnt er die Wahl, wer denn sonst? Also die machen ja dort, sag ich mal. Trump oder Biden, also einer von beiden wird es schaffen. Einer von beiden. Einer von beiden Biden gewinnt garantiert. Biden, es ist Biden zu gönnen. So, das ist ein schöner Satz, den kannst du stehen lassen. Aber es ist schon eine ganz schöne Gerontenrallye, also das muss man sagen. Das die sind, glaube ich, Fall, also zusammen über 300 Jahre alt. Ja. Wenn die vom LKW gerammt werden mit dem überschüssigen Kalk, kannst du ein Schwein auflösen in irgendeiner Grube. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Aber es sind halt, ich meine, wir alle werden, wenn es gut läuft. Den Weg des Zeitlichen segnen. Ja. Früher Asche oder später. Und bevor wir dies hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk tun, werden wir nun das Mäntelchen des Schweigens über unsere Ausführungen legen und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Thorsten Sträter, Johann König und selbst ich verabschiede mich von Ihnen und würde mich freuen, Sie in der nächsten Woche wieder begrüßen zu können beim 10. Gipfeltreffen. Bleiben Sie uns gewogen.